Eventuell ist es auch eine Kreatur, die andere angreift. Stellt euch mal vor, die sind richtig lang und die Lava ist so richtig tief. Oh, nicht weinen. Hey. So riesige Geister, die hier rumflattern. Also ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass das die größte Kreatur in Minecraft ist. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute ändert sich ein bisschen was, also so ganz klein wenig, denn ich habe eine Umfrage auf meinem Kanal gemacht, wie lange meine zukünftigen Videos sein sollen, beziehungsweise was ihr so feiert, ob 6 bis 9 Minuten oder irgendwie so ein 15-Minuten-Video. Könnt ihr gerne abstimmen, ich weiß gerade nicht wo, aber vielleicht blende ich ein Video ein oder ihr seht einfach, wo ihr da abstimmen könnt. Bisher sieht es aber so aus, dass ihr eher so 15-Minuten-Videos feiert, also freut mich auf jeden Fall, dass ihr eher so lange gucken wollt. Dementsprechend versuche ich mich jetzt daran zu halten, also ich gehe stark davon aus, dass ich, naja, deutlich längere Videos machen werde. Also, ja, kurz dazu. Also wundert euch nicht, mein Cap ist ein bisschen überbeleuchtet, weil das ist halt jetzt so. Ich werde heute 1000 Ghasts oder Ghaste, keine Ahnung, im Nether spawnen. Einfach im Nether allgemein. Also ich habe jetzt kein Haus gebaut oder so. Ja, aber Nether hatten wir auch noch nie. Also ist auch ein absolutes Special heute. Falls ihr noch nicht abgeschaltet habt, würde ich sagen, wir starten jetzt rein. Auf jeden Fall ist hier das Nether. Ich habe keine Ahnung, was ihr seid. Ah, ihr seid ja mal mega knuffig. Und extrem hässlich. Aber das ist ein anderes Thema. Die Sache ist die, das letzte Mal, wo ich wirklich im Nether selbst war, das war damals, als ich aufgehört habe, Minecraft zu spielen. Das war so, weiß nicht, 2017 oder so. Und da war das Nether irgendwie noch nicht so. Also erstens sind überall Ghasts rumgeflogen. Gut, aber es kann sein, dass das jetzt auch so wäre. Weil ich habe ja random Kreaturen, glaube ich, ausgestellt. Glaube ich. Und deswegen wundert es mich sowieso, warum du hier rumläufst. Das dürftest du eigentlich gar nicht. Oh mein Gott, wie lang sind eigentlich deine Beine? Stellt euch mal vor, die sind richtig lang und die Lava ist so richtig tief. Und eigentlich, wenn der so aus der Lava rauskommen würde, wäre der so oben. Also, versteh... Ja. Normal habe ich immer einen bestimmten abgesperrten Bereich, in dem ich bestimmte Kreaturen spawne. Sei es jetzt diese Höhle, das Haus, das Aquarium, eine Insel. Ja, heute nicht. Heute wird's sehr exquisit, besonders einzigartig. Ich zeige euch mal einen kleinen Ghast. Let's go. Okay, so viel zu klein, ne? Oh, nicht weinen. Hey. Ja, dann hat er gar keinen Bock auf mich. Naja, der ist auch ultra groß. Also ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass das die größte Kreatur in Minecraft ist. Gibt es irgendwas, was größer ist? Oh, Giraffen wären richtig witzig, wenn es die geben würde. Wenn es die geben würde. Auf jeden Fall bist du ein Ghast, oder? Ghast. Ghast. Oder ein Ghast. Nee, Ghast schreibt man ja anders. Ein Ghast. Okay, du schwirrst anscheinend hier nur rum. Machst gar nichts. Gut, wo wir gerade dabei sind, würde ich sagen, blende ich gleich mal die Statistiken ein, damit ihr euch ein bisschen ein Bild machen könnt, welche Infos es allgemein über den gibt. Schaue ich mir jetzt auch zuerst mal an. Ich lese euch mal kurz den Text vor zum Ghast. Ghasts sind große, weiße, schwebende Monster, die ausschließlich im Nether spawnen. Sie geben unheimliche, klagende Laute von sich, die entfernt an das Schluchzen von Kindern erinnern und greifen den Spieler mit explodierenden Feuerbällen an. Warte mal, was? Mit explodierenden Feuerbällen? Brudi, du bist eine harte Kampfmaschine. Also, ihr wisst ja, er greift mich natürlich nicht an, weil ich lieb bin. Nee, Spaß. Nee, weil ich ja auf kreativ bin. Auf kreativ. Ich will immer kreativ und creative mischen. Und dann wird's kreativ. Aber am Ende stellen wir uns natürlich nochmal auf Survival, damit wir testen, ob der uns irgendwie bekriegt. Wieso verfolge ich dich eigentlich die ganze Zeit? Unter der Weirdo, unter der Stalker. Stellt euch mal vor, ihr hättet das im Haus gemacht. Das wäre halt innerhalb von, ungelogen, unter einer Minute komplett voll. Das wäre mit Abstand das kürzeste YouTube-Video. Was machst du jetzt, hä? Brudi, magst du Lava nicht? Nee, du weinst ja schon wieder. Freunde, wir starten jetzt und ich spawn einfach mal ein paar Gäste. Okay, gut zu wissen, ich kann die anscheinend nicht in der Luft spawnen, nur am Boden, was gar keinen Sinn macht, weil der dann eigentlich rumfliegt. Ja, so ist anscheinend sein Inneres. Okay, cool. Da, was? Bist du das? Also gerade versteckt von mir? Nein? Okay, Leute, das ist hier der kurze Check. Oha, ihr könnt echt hochfliegen. Props an euch. Ah, sieht schon witzig aus, oder? So riesige Geister, die hier rumflattern. Ist schon unterhaltsam. Ich bin gespannt, ob die mich dann alle am Ende angreifen. Eventuell ist es auch eine Kreatur, die andere angreift. Weil dann, wisst ihr ja selbst, könnten wir ein 1000 versus 1 dadurch machen. Ich hoffe halt, dass die sich nicht zu krass verteilen. Ah, was sieht schon gut aus. Oh, richtig nice. Naja, weil ihr wisst ja, das Nether ist sehr, sehr groß. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Ende hat. Ich habe halt keine Lust, dass sie sich überall verteilen und dann am Ende, wie bei den Spinnen, ist hier gefühlt gar nichts mehr, weil der Raum einfach zu groß ist. Deswegen hoffe ich einfach auf eure Vernunft, dass ihr einfach zusammenbleibt. So als Team. Achso, Freunde, würde mich übrigens extremst freuen, wenn ihr mal ein Follow da lassen würdet. Ich habe gesehen, dass viele Leute, die die Videos gucken, nicht abonniert haben, beziehungsweise kein Follower sind. Wie gesagt, würde mich ultra, ultra freuen, denn es kommt jeden Tag aktiv um 14 Uhr ein Video. Würdet ihr mich sehr unterstützen, aber ihr müsst natürlich nicht.
Ist alles kostenlos, ne? Und so. Mann, was seid ihr denn eigentlich? Ich muss jetzt echt mal... Ich würde so gerne wissen, wie groß dieses Ding ist. Können wir das hier testen? Nein. Hallo? Hallo? Ich dachte gerade wirklich kurz für einen Moment, dass ich jetzt... Er macht hier so sneaky. Warte mal, hast du dich eigentlich schon mal bewegt? Da, es bewegt sich, aber es kann sich nicht bewegen. Also, warte, das muss ich anders anfangen. Also, die Beine bewegen sich, aber der Körper kann irgendwie nicht. Weil ihr seht ja, alle hier bewegen sich. Und er ist einfach stuck im Stein. Aber auch interessant zu sehen, dass diese Garste, diese Schweinedinger, weiß ich nicht, was ihr seid, nicht angreifen. Also die lassen die einfach existieren. Kann aber natürlich auch sein, dass die gar nicht hier sein sollten. Also ich habe ja eigentlich, soweit ich das noch in Erinnerung habe, alle Monster ausgestellt. Also in den Einstellungen kann man das ja am Anfang machen. Ja, aber anscheinend hat es die zwei nicht gejuckt. Die sind trotzdem gespawnt. Ich würde ganz entspannt sagen, wir machen mal kurz einen Check und gucken uns das Spektakel an. Let's go, check! Weiß ich jetzt irgendwie nicht. Ja gut, wenn man hier hinguckt, dann ist ganz cool eigentlich. Aber sonst... Hä? Was war das? Ist da gerade eine despawned? Nein, oder? Das habe ich mir gerade nur eingebildet, hoffentlich, oder? Yo, ich hoffe für euch, ich habe mir das eingebildet. Mann, ich weiß es nicht. Leute, könnt ihr sagen, ob die despawned sind? Der Brudi hängt immer noch auf dem Stein fest. Leute, ich glaube, das hier ist die schnellste Spawn-Taktik. Wenn ich hier einfach durchflitz und hart auf rechte Maustaste drücke. Das Problem ist, die sind so groß. Ich brauche halt echt Jahre, um eine Stelle zu finden, wo ich die platzieren kann. Leute, kurzer Check. Oha! Ja, jetzt merkt man richtig, wie viele es sind. Gott, wenn ich mir vorstelle, dass sie mich echt nachher alle attackieren, alle attacken. Können wir nicht einfach Freunde sein? Einfach so nicht kämpfen? Wäre das nicht besser? Dann überlebt ja jeder. Könnt ihr reden? Oh, Leute. Ihr seid ja... Das ist wieder dieser eine Bro. Nee, warte. Das warst du gar nicht. Du bist der hier. Oh mein Gott, es gibt zwei von euch, die einfach... Drei anscheinend. Und ich gehe stark davon aus, dass ihr nicht die Einzigen seid. Ach, wieso hängt ihr da im Stein fest? Boah, das wird mich ja richtig nerven. Ich fliege jetzt mal ganz hoch. Ich will mir das mal von oben hier angucken. Oh, ich hoffe, ihr despawnt nicht. Naja, es ist schon ordentlich was. Ich finde, das sind einfach ganz andere Dimensionen, wenn man erstens so einen offenen Raum hat und zweitens so extremst große Tiere. Oder Wesen. Oder Objekte. Weiß ich nicht, was ihr seid. Oh mein Gott, wie weit habt ihr euch verteilt? Doch safe hier nichts gespawnt, oder? Warte, stell dir mal vor, weiß ich nicht, ihr habt so ein Nether-Portal gebaut. Ja, kommt halt da raus, geht ihr ganz entspannt hin und seht dann... So, das ganze Nether ist einfach ohne Tiere. Ihr habt kein einziges Tier gesehen und dann geht ihr hier hin und seht diese Horde, diese Armee von Carsten. Ach, Allotrix. So ein Ding ist es also. Oh Mann, jetzt habe ich hier ein Bild im Kopf, dass das Allotrix ist mit so einer riesigen Kartoffelnase. Leute, warum seid ihr hier jetzt eigentlich so viel? Habe ich da so viel gespawnt oder? Leute, ich werde mir in Zukunft auch auf jeden Fall safe so eine Liste schreiben, dass wir praktisch bei allen Tieren die gleichen Sachen ausprobieren. Sei es jetzt, weiß nicht, ich probiere erstmal 10 Gase zu spawnen und schaue, wie es dann aussieht. Dann, keine Ahnung. Ich weiß, mir fällt jetzt nichts ein. Nee, aber ihr wisst, was ich meine. Also auf jeden Fall eine Checkliste, die wir abarbeiten, weil dann hat so ein Video absolut eine Struktur und ist nicht random. Und zum anderen wird es dann safe auch lang. Übrigens, das Nether habe ich irgendwie nie gefeiert. Keine Ahnung, ich habe damit nie was anfangen können. Unangenehm zugebaut, weil ohne Himmel und so. Sonst überall Lava, überall Dinge, die dir wehtun, die dich zerstören können. Lava, irgendwelche Kreaturen. Und es ist halt irgendwie hat kein Home-Feeling, weil deine Base ist ja auf einem anderen Planeten oder in einer anderen Dimension. Mann, kannst du da bitte rausgehen? Oh, er hat sich bewegt. Und das war's auch wieder. Ich glaube, ihr bleibt echt für immer da. Naja, gönnt euch. Ey, wenn ihr da Lava sind, drehen die sich so. Warum macht ihr das? Nee. Mir fällt auch gerade auf, die Garste haben gar keine Babys. Also die sehen immer gleich aus. Ihr wisst ja, wir hatten schon verschiedenste Kreaturen, die Farben gewechselt haben, optisch teilweise anders aussahen. Zum Beispiel Fische, ich weiß nicht mehr genau welche, aber auf jeden Fall Fische, die bestimmte Dinge konnten. Weiß nicht, die Pandas, die konnten sich ja so wegrollen irgendwie. Oh, die habe ich gefeiert. Die waren nice. Ja, aber ihr könnt irgendwie gar nichts. Ihr schwebt einfach nur hin und her. Ihr existiert einfach. Ich habe jetzt 1000 Garste hier in dieser Hölle gespawnt. Und jetzt gucken wir uns das Ergebnis einfach mal. Ja, genau so. Ihr chillt anscheinend gerne in der Lava. Weiß nicht, ein bisschen heiß. Also, ich fände es ein bisschen unangenehm. Also, ich weiß nicht, optisch finde ich euch irgendwie... Naja, sympathisch seid ihr ja nicht. Ihr guckt die ganze Zeit so. Hab schon ein bisschen Ähnlichkeit mit denen, oder? Aber vielleicht macht ihr ja was Gutes. Oh mein Gott, mir fällt gerade auf, wenn ich mich jetzt auf Survival stelle. Wir testen es erstmal an irgendeinem Tier. Greift ihr ein... Hilfsgeist? Ach, es gibt noch mehr Geister.
Oh nee. Was könnt ihr denn so angreifen? Eine Lohe. Oh mein Gott, Lohen gehören ja auch ins Nether. Wie sieht's aus mit einer Höhlenspinne? Die haben wir im letzten Video gespawnt. Hä, wieso dreht ihr euch beide? Hä, was ist mit euch? Ich will eigentlich was spawnen, was wir noch nicht hatten. Magier, der Klassiker. Komm, Magier. Attack! Attack. Okay, warte, wir machen noch eine Kreatur. Irgendwas muss doch Schaden machen. Und Plünderer. Oh, wir hatten schon so viele Zeiten, so viele gute Zeiten mit Plünderern. Oder schlechte Zeiten, je nachdem, wie man es nimmt, ne? Let's go! Mann, ihr Gaste. Oha, ihr seid voll wenig jetzt nur noch. Also entweder despawnt ihr wirklich, oder ihr schwebt einfach hier komplett im Nether rum. Wenn das so wäre, dann wäre der erste, wo ich gespawnt habe, ja irgendwie schon 20 Kilometer weit weg. Okay, Freunde, ich stelle mich jetzt auf Survival. Aber ihr müsst mir, lass einfach 5 Sekunden Vorsprung geben, wenn ihr mich schon attackieren müsst. Oh, was ist das für ein Gesicht? Guck! Er macht die sind ja so. Ey, wie witzig. Explodiert das eigentlich? Das explodiert doch nicht. Oh mein Gott, sie greifen mich alle an. Aber wieso greift ihr keine Tiere an? Aber es sieht schon cool aus, oder? Also ich weiß nicht, den Angriff, den... Oh, man kann richtig... Man kann hier richtig ein Game draus machen. Also wenn es nur einer wäre. Oh, und jetzt bin ich weg. Letztes. Das war's. Nikos Vibe wurde von Ghast Flambi. Nikos Vibe wurde von Ghast flambiert. Einfach so gebraten. Okay, jetzt die Frage. Wenn ich mich jetzt wiederbelebe, spawne ich wieder im Nether oder nicht? Oh, nee. Also, ich kann euch jetzt schon mal sagen, das Nether finde ich nie wieder. Weil ich glaube, auch wenn man ein neues Portal macht, dann spawnt man im Nether ganz woanders. Obwohl, es wäre schon witzig, ob wir das wiederfinden. Wenn wir irgendwo im Nether spawnen und einfach rumfliegen und gucken, ob die irgendwo da sind. Leute, kurzes Fazit. Den Angriff von den... Ghasten, ich habe gerade kurz den Namen vergessen. Den fand ich eigentlich ganz cool. Das ist so weird. Also die Explosion war ein Witz irgendwie, weil die war einfach nur... Es war gefühlt keine Explosion, das war einfach nur ein Schuss. Aber war halt ein bisschen schade, dass sie nur mich angegriffen haben. Wäre schon witziger gewesen, wenn die irgendwie was anderes auch irgendwie attackiert hätten. Dann hätte man wenigstens ein bisschen Unterhaltung gehabt. Sonst sind die Kreaturen eigentlich, finde ich, ganz okay, akzeptabel. Wie ich eh schon gesagt habe, die existieren gefühlt einfach nur. Falls ich noch eine Kreatur finde, die gegen den Ghast irgendwie den Fight tritt, irgendwie, dass die irgendwie gegeneinander kämpfen, dann mache ich das auf jeden Fall. Lasst die auf jeden Fall mal gegeneinander kämpfen. 1 versus 1. Nee, nicht 1 versus 1. 1000 versus 1. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr, sehr über einen Kommentar und ein Like freuen. Also, smash den Like-Button kaputt. Sonst war es mit dem Video. Habe ich gerade meinen Spruch vergessen? Nee, warte, warte, ich weiß ihn wieder. Ich weiß ihn wieder. Ich muss so kurz ein bisschen nachdenken. Sonst war es mit dem Video. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Into the black hole.